Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Ja, lange ist es her, glaube ich, seit dem letzten. Und diesmal habe ich wirklich wieder eine sehr, sehr schöne Box für euch, die wir uns jetzt hier anschauen können, beziehungsweise für mich, und wir werden da gemeinsam reinschauen. La Granja oder La Granja, egal, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Ich glaube, La Granja sagt man dazu. Die Deluxe Edition ist jetzt eingetroffen. Und ich muss schon sagen, ah, das ist wirklich eine sehr schöne Box von außen. Ihr seht hier golden die Logos eingraviert hier von Giant Rock und Boards and Dice. Und ja, La Granja, ich zeige euch mal die alte Version, habe ich ja schon hier vom DLP Verlag. Und das ist ein wirklich tolles, tolles, tolles Spiel. Ja, da haben wir eine Mechanik, die hat Multi-Used Cards. Das heißt, wir haben Karten, die ihr auf unterschiedliche Arten und Weisen in euer Tableau einbauen könnt. Müsst dann Ressourcenmanagement betreiben. Habt hier ein bisschen Dice Selection, das man hier machen kann. Ich glaube, Dice Selection war es das. Ich habe schon länger nicht mehr gespielt. Auf jeden Fall ein wirklich, wirklich tolles, tolles Spiel. Das einzige Manko damals war, dass es im Zwei-Spieler hier bei diesem Area Control Bereich ja, kann man sich nicht so sehr in die Quere, aber da hat man jetzt sogar eine eigene Map dazu gemacht und das ganze Spiel nochmal angepasst. Aber ich kann euch nur sagen, das ist so ein Spiel, das gehört auch in jede Spielesammlung. Das ist wirklich ein tolles Spiel für Vielspieler und ihr seht ja schon den Unterschied. Die Box, die alte Box, schauen wir mal kurz rein. Ich habe da hier auch so eine kleine Sortierbox drin. Ja, das sind die Tokens von damals, damit wir den Unterschied hier erkennen können. Die Tokens von damals, ich hoffe, das Licht passt hier. Ja. Die Boards von damals, ich meine, war ja schon auch irgendwie von der Optik her schon schön, wenn man das so sieht. Hier die Karten noch. Und da seht ihr auch, da haben wir so Beleuchtung gar nicht so optimal. Unterschiedliche Karten, je nachdem, wo er sie einbaut. Kennt man ja auch von anderen Spielen schon. Und die Kombination des Spiels mit diesen Würfeln und so, das ist wirklich, wirklich geil. Ich sage es euch nur, wenn ihr das Ding kauft, kauft ihr ein tolles Spiel. Definitiv. Ja. Das war die alte Ausgabe. Schauen wir mal aufs Datum von 2015. Ja, genau. Habe ich eben noch im Kopf gehabt. 2015, war mir nur nicht sicher. 1 bis 4 Spieler, 120 Minuten. So, und jetzt eben. Wie gesagt, diese Box wird auch rausgehen. Wenn ihr das Unboxing seht und jemand meine alte Box abkaufen will, einfach nur melden, um das Spiel zu testen. Ist auf alle Fälle billiger als die Deluxe-Ausgabe. Und jetzt seht ihr natürlich hier den Unterschied. Eine richtig schöne Box. Ja. Und tolles Artwork dazu. Und da sind wir natürlich gespannt. Und das Geile ist ja, wenn man sich sowas kauft, ja, dann weiß man ja schon, was man bekommt. Also ich muss das Spiel ja nicht mehr testen, um zu wissen, dass es cool ist. Klar, die Änderungen und so, ich hatte es ja schon länger nicht mehr auf dem Tisch, ja, ob man das jetzt spürt, das muss ich mir mal ansehen. Aber wir haben es damals rauf und runter gespielt, das war echt geil. Und hier investierst du zwar Geld, aber in meinem Fall eben so, dass ich das Spiel schon gekannt habe und ich weiß, ich kaufe mir hier keinen Bockmist. Ja. Und das ist natürlich toll für die Sammlung, dass man da jetzt eine richtig schöne Ausgabe dazu gemacht hat. Also das freut mich schon richtig. So Leinenfinish auf der Schachteldecken sogar mal hier mit dem Heatprinting drauf von der goldenen Schrift. Das ist ja schon richtig schön. Der Nachteil ist, es ist halt wieder eine große Box. Ja. Aber da kann man nichts machen. Und jetzt schauen wir da mal rein, wie das Ganze aussieht. Ich hoffe, das mit der Beleuchtung klappt. Ich habe jetzt mal die Deckenlampe ausgeschaltet. Und ja, hier sehen wir schon die Anleitung. Hey, wäre doch mal interessant, oder? So einen Blick in die Anleitung zu werfen. Vorher, nachher. Also wenn man hier die ersten Seiten mal betrachtet, die Grafik und so, es ist schon ein bisschen bunter geworden jetzt das Ganze. Und schauen wir mal die alte Anleitung. Ja, da sieht man hier wirklich noch die alten Strukturen von damals, aber es ist ja nicht, muss ja nicht heißen, dass es schlecht ist. Sieht auch sehr gut aus. Ja, das ist die alte Anleitung hier. Und das hier eben die neue Anleitung. Sieht auch sehr schön aus. Ja, also kann man nichts sagen.
Sehr, sehr nice. Also die Optik des Spiels ist schon verbessert. Ja, das wäre die Anleitung. Wow, da haben wir ein dickes Buch. Ich habe das Spiel ja ohne Add-ons bei mir liegen. Und da hat man jetzt auch neue Module sich einfach fallen lassen. Finde ich toll. Und es ist richtig dick. Ich würde sagen, es ist schon dicker als die Anleitung. Was gibt es denn alles? Löchrige Dächer, Lagrangia. Dazwischen. Quirlige Stadt. Wow, da hat man ja viel drin. Die dürfte ein bisschen größer sein, die quirlige Stadt. Was haben wir da? Colchaonera. Ratgeber und Banditen. Wow. Eselsgesang. Groß im Geschäft. Alter, das ist ja Wahnsinn. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele sind. Helfende Hände. Das ist ja schon Ausmaße wie bei Glenmore hier. Granjaneras. Von Carina Wenig und Dirk Schröder. Also es sind ja auch unterschiedliche Autoren natürlich hier. Blaschi Kubacki zum Beispiel. Die kennt man ja alle. Das sind ja namhafte Leute hier. Von Ode. Ja, selber das Modul gemacht. Stefan Feld. Und das ist ja geil, weil ihr seht, auch das alte Lagrangia, es wurde ja von sehr vielen Autoren eigentlich mitentwickelt, das ganze Spiel. Sieht man Feld hier übrigens beim alten hinten drauf? Ich glaube nicht. Das wurde auch von den Autoren alle mitgewirkt und ja. Geil. Also da haben wir echt viel drin. Wir sind jetzt am Schluss hier. André Novak. Da, neue Hofkarten. Da stehen mal viele Namen drauf. Herr Matthias Nagy von Frosted Games. Ey, geil. Aber nochmal. Ah, hier wieder von Ode. Eine noch. Ja, kennen ja weniger und Dirk Schröder. Ja, wow. Freue ich mich drauf. Dann haben wir hier Hofkartenglossar. Also ein Glossar für die Karten. Immer toll, ein extra Heft dafür. Ihr seht hier, hinten sind die nummeriert mit Seitennummer drauf, damit man das auch schnell findet. Solo-Modus und Solo-Modus ist, glaube ich, von David Trucci. Dürfte der sein? David Trucci, ja. Also der Kaiser im Solo-Modus Eurogame-Bereich. Da gleich ein ganzes Buch rausgehauen. Wow. Also wenn ich die Zeit habe, möchte ich das definitiv testen, ob der was kann. Durch diese Multi-Use-Cards könnte das schon ein cooler Solo-Modus werden, ja, weil 50 First Date hat auch einen coolen Solo-Modus mit Multi-Use-Cards. Bin ich gespannt. Aber definitiv erstmal die Basisregeln wieder reinhauen. Ach, das ist Kompatibilität mit den Modulen, hat man ja auch noch gemacht. Sonst hat man hier 12 Seiten für den Solo-Modus. Ja, super. Dann hier. Materialleiste und Sortierhilfe. Auch schön, dass man hier gezeigt bekommt, wo kommt was rein. Ungefähr. Dann hier die Punchboards. Gehen wir die Reihe nach weg, damit ihr auch ein bisschen vergleichen könnt. Aber im Schnelldurchgang. So. Ich brauchte das auch mal. Bei mir waren zu wenig, aber ein Punchboards doppelt drin. Habe ich noch Videos gegoogelt nach Unboxings, wo ich das dann vergleichen konnte, welcher denn fehlt. So, dann haben wir das Board. Jetzt dürfte ein bisschen größer sein als früher, wenn es mich nicht täuscht. Board für zwei Spielerseite. Und das ist meine Hoffnung, ja, dass jetzt auch zu zweit hier ein bisschen was im Markt los ist. Das Witzige in dem Spiel war ja, sorry, jetzt war kurz der Akku von der Kamera leer. Ja, es war nicht unbedingt nachteilig, dass man sich hier nicht so in der Quere kam. Es hat sich nur angefühlt wie ein Element, das irgendwie ein bisschen, ja, so nebenher läuft. Und das war ein bisschen schade. Und ja, wenn man das ein bisschen jetzt da gefixt hat, warum nicht? Ja, richtig schön.
Und die Rückseite natürlich für mehrere Spieler. Also auch sehr schön gemacht hier das Ganze. Sollten wir uns mal das Board vom Alten angucken? Ich habe jetzt keinen Bock, das rauszuholen. Würde zu lange dauern. Ja, sehr schön gemacht. Dann bin ich gespannt aufs Inlay. Das wäre vielleicht interessant. Wir schauen uns mal die Playerboards im Vergleich an. Also ihr seht hier, haben wir ein altes Playerboard und das neue Playerboard. Ja, da haben wir natürlich schon einen gewaltigen Unterschied. Und ich glaube, ihr werdet mir beipflichten, ihr seht hier quasi das Häuschen von der Draufsicht alles. Und hier haben wir ein bisschen schräg reingezoomt das Ganze und kann dadurch auch mehr Details erkennen. Und das von der Farbgebung her detaillierter gemacht, auch ganz belebt und so. Sehr, sehr schön, sehr schön. Double Layer Boards im Übrigen. Super. Da kann nichts mehr verrutschen. Man hat hier auch unterschiedliche Formen gemacht für die unterschiedlichen Marker, auch sehr schön. Also voll nice hier. Kann man sich echt nicht beschweren. Definitiv. Und ihr seht hier auch die Slots, wo man die Karten reinschieben kann, auch an der Rückseite quasi dafür gesorgt. Ja, schön. Leinen finde ich auch noch. Sowas erwarte ich schon von Deluxe. Also da kann man nicht meckern. Grafisch schön, haptisch, wunderbar. Auch der Geruch passt. Alles okay. Ah, wirklich schöne Playerboards. Ja, dann hier hat man sehr viel Holz-Upgrades. Ihr habt ja vorher die Marker gesehen, wie die aussehen hier. Ihr seht hier die braunen Marker. Ich zeige das nochmal vor. Ja, so sehen die aus von der alten Version. Und da haben wir jetzt, was ich schon sehen kann, Holzmarker. Und zwar schon, die sind schon richtig schön. Da kann man sich nicht beschweren. Holen wir da mal ein paar raus. Ja, schon sehr geil. Haptisch auch super. Ja. Anstatt der Pappmarker. Sind schon sehr geil. Also sehr schönes Upgrade. Und so zieht sich das jetzt wahrscheinlich durch die ganze Box hier. Ja. Da zum Beispiel noch. Sieht ja auch die. Wirklich schön gemacht hier. Ja, Beleuchtung musste ich nächstes Mal besser anpassen. Besser wieder die Deckenlampe einschalten. Ja, dann unsere Anzeige-Cubes, dann hier auch, oh, sehr, sehr schön hier. Gebäudemarker. Sehr nice. Auch hier alles in Holz. Die Würfel, Holzwürfel mit goldenen Punkten. Und natürlich noch mehr Holz. Also hier brutales Upgrade natürlich. Wenn ihr das seht, vorher, nachher, das sind Welten dazwischen, Leute. Welten. Dann passt auf, wenn ihr das Spiel hier raushebt. Ich habe schon gemerkt, hier an den Kanten steht die Tiefziehfolie ein bisschen über. Ich gebe euch den Tipp, schneidet das mit der Schere ein bisschen weg hier, denn ansonsten werdet ihr euch die Schachtel. Man sieht hier schon eine kleine Beschädigung, ja, vom Reingeben. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sehen kann, hier unten. Das war nicht ich, ja, es ist jetzt leicht rausgegangen eigentlich. Das kommt, wenn der hier kratzt oder eben der hier reingesetzt wurde und der passt nicht ganz. Das ist jetzt ein kleiner Nachteil. Wie soll ich das Ding jetzt aufbekommen? Ja, das kann ich nur die Schachtel hier dehnen, was ich auch nicht gerne mache. Und ihr seht schon, das ist natürlich saublöd. Und so kann das Ganze dann auch kaputt werden mit der Zeit. Also, und da haben wir auch dasselbe Problem hier. Einfach hier mit der Schere runterfahren, sonst macht ihr euch die Schachtel kaputt. Also, das wird beim Verpacken schon. Ja, nicht schön gemacht.
Dann haben wir hier Karten mit einer komischen Größe. Dürfte wie bei Dune Imperium so eine Größe sein. Von den Fraktionskarten. Und jetzt seht ihr hier auch das Artwork an. Sehr bunt gestaltet jetzt das Ganze. Ist auch sehr schön. Und dann zeige ich euch noch kurz einen Stack von diesen Karten hier. Ah, so sehen die aus. Da haben wir drei dieser Stacks drinnen. Und da werden wir kurz einen öffnen. Da geht's auf. So, und ihr seht schon, man kann die linke Seite einbauen, rechte Seite einbauen, oben einbauen und je nachdem unterschiedliche Boni, Rundenboni, Produktionsboni und so weiter abgreifen. Auch Spezialgebäude gibt es hier. Hier ist das Artwork relativ schlicht, finde ich aber nicht jetzt das Problem, weil es soll ja auch übersichtlich sein. So sehen die aus. Und da steckt mechanisch wirklich ein tolles, tolles Spiel dahinter. Ich kann es euch echt nur empfehlen. Ja. Dürfen auch gesleeved reinpassen, habe ich mir schon was angesehen. Da ist noch definitiv noch Platz oben hin. Also auch gesleeved dürfte das Ganze passen. Ich habe hier gerade Imperial Assault auf dem Tisch. Ah, Imperial Assault sage ich. Outer Rim, Star Wars Outer Rim. Schauen wir mal, ob das die gleichen Sleeves sind. Ja, European Board Game Sleeves dürften das sein. Da habe ich noch einige davon, das passt perfekt. Und ja, das geht sich ganz knapp aus, also bis zum Rand schließen die ab, dass man die auch gesleeved reinbekommt. Ist in Ordnung. Ist echt in Ordnung. Ja, passt alles soweit. Und ich werde mich da jetzt da an das Video setzen und dann an das Sortieren von diesem schönen Spiel hier. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe noch Kingdom Death Monster Gambler's Chest bei mir liegen. Wenn ihr wollt, können wir das auch gemeinsam aufmachen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt. Filmen, glaube ich, werde ich sowieso. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, diese La Granja Deluxe Box sieht wirklich, wirklich toll aus. Ihr habt jetzt auch mal das etwas andere Unboxing gesehen mit dem Vergleich zwischen alt und neu. War vielleicht ganz interessant. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Austin Board Gamer. Ciao.